Herzlich willkommen bei Joeys Hobbykanal. Es hängen dunkle Wolken am Himmel, ein Gewitter steht kurz bevor, genau die richtige Zeit also für einen Gartenrundgang, um da einfach mal festzuhalten, was so passiert. Ihr seht, es ist kein ganz aktueller Rundgang, sondern einer vom 11. Juni. Die Kartoffeln sind noch recht klein, aber gut im Wachstum. Gleiches gilt für die Superschmelz-Kohlrabis. Auch die sind ja ganz nett anzusehen, wenn auch schon leicht angefressen. Aber sie wachsen, sie sind gut groß geworden. Die Tomaten, ja, die sind hier noch recht klein, aber auch die sind dann schön gewachsen. Eigentlich standen an der Stelle hier vor dem Gewächshaus mehrere Gurkenpflanzen. Das sind die einzigen beiden Freilandgurken, die überlebt haben. Die anderen fünf, glaube ich, sind alle eingegangen. Die weißen Johannisbeeren waren hier noch nicht ganz reif. Zwei Wochen später vielleicht haben wir sie dann geerntet. Ist ganz gut was dabei herausgekommen. Leider war ein Strauch allerdings überhaupt nicht zu gebrauchen. Da waren alle Beeren irgendwie von irgendeinem Pilz oder irgendeiner Krankheit befallen. Dieses Video ist übrigens entstanden, weil eben das Gewitter dann vor uns lag und wir Angst hatten, dass es alles kaputt schlägt. Kurz vorher hat es den Rigotti erwischt mit seinem Garten, wo alles hin war. Und da wollten wir einfach mal festhalten, wie es bei uns aussah und euch das jetzt zeigen. Die Gurkenpflanzen hier zum Beispiel, Einlegegurken, ja, die waren gerade am Wachsen. Die Kiwanis, die kurz vorher zu sehen waren, auch ganz langsam haben sie sich entwickelt, aber sind doch stetig gewachsen. Und es wäre einfach schade gewesen, wenn alles kaputt gegangen wäre. Zum Glück ist das nicht passiert. Im kleinen Gewächshaus, da sind die Paprikas drin, vorne noch ein paar Reste von Radieschen, die sollten eigentlich aussamen, aber das hat dann leider nicht funktioniert. Hier noch ein paar Mairüben, die sind auch kurz drauf dann herausgekommen, leider nicht wirklich groß geworden. Dafür hatten sie massenweise Läuse, also die mussten irgendwann dann mal weichen. Die Tomaten, die hier im Gewächshaus gewachsen sind, die sind richtig schön groß geworden. Natürlich, Geiztriebe gab es auch dort immer wieder mal. Und sie hatten auch schöne Fruchtstände an sich dran. Aber leider ist nicht eine einzige Tomate gewachsen. Und das, obwohl wir da dran auch immer wieder mal etwas gerüttelt hatten, dass die Pollen sich verteilen, vollkommen sinnlos. Hier sieht man auch Reste vom Kompostbau. Ja, meine Frau ist auch unterwegs. Die hat dann, aber das sieht man dann gleich noch, hat einzelne Pflanzen abgedeckt, um sie eben vor einem möglichen Hagelschaden zu bewahren. Ein Kürbis unterm Apfelbaum, am Apfelbaum selber oder an beiden Apfelbäumen. Hier waren auch oder sind immer noch Früchte dran. Die haben nur Unmengen über den Sommer jetzt schon fallen gelassen, weil einfach ja, es zu viel war, die Feuchtigkeit gefehlt hat. Hier ein Beet, ja, das haben wir halt immer noch so gelassen, wie wir den Garten letztes Jahr übernommen haben. Das ist der mittlerweile ganz gut gefüllte Kompost. Ein Teil der Erde war aus dem alten übernommen, der andere Teil ist schon neu gefüllt. Daneben zwei Kürbispflanzen. Das Video vom Kompostbau, das verlinke ich euch dann auch mal. Ja, dieser Garten, wie gesagt, letztes Jahr haben wir ihn übernommen. Ein Teil haben wir schon so gemacht, wie er uns gefällt. Hier zum Beispiel das eigentliche Tomatenfeld, notdürftig überdacht mit der alten Poolabdeckung. Aber das war zum Glück nicht notwendig als Schutz, es hat wie gesagt nur sehr stark geregnet. Die Tomatenpflanzen hatten hier schon sehr viele Blütenansätze und einzelne hatten tatsächlich, hier sieht man es, kleine Tomaten schon dran. Da haben wir uns sehr gefreut. Ja, diese Tomaten, letztes Jahr gab es noch ein paar Reste, die die Vorbesitzer stehen gelassen haben an Tomaten. Und dieses Jahr eben sind es unsere eigenen, freuen wir uns richtig sehr drüber. Auch die sind ganz gut groß geworden und tragen richtig viel. Den Zustand des Gartens jetzt Ende Juli, den gibt es in einem separaten Video. Da sieht man dann auch, was an den Tomaten tatsächlich alles dranhängt. Daneben am Rand des Gartens
auch nochmal Kürbispflanzen und kleine Maispflanzen, die da wirklich noch richtig klein waren. Jetzt sind einige schon deutlich größer. Eine von denen ist leider kaputt gegangen, weil ich versehentlich draufgetreten bin. Das hier ist eine Sache. Ja, das war ein reines Trauerspiel. Erbsen. Eigentlich hatte ich mich richtig gefreut, selber mal Erbsen, ganz frische Erbsen zu haben. Aber es war furchterregend. 5 Pflanzen sind von einer Reihe aufgegangen. Auf der anderen Seite sah es nicht wirklich besser aus. Auch dort ein Bruchteil der Samen sind wirklich aufgegangen. Und die Ernte belief sich letzten Endes auf eine kleine Müsli-Schüssel voller Erbsen. Unter dem Schubkern, da befinden sich Sellerie, Knollensellerie und eine Erdnusspflanze. Daneben Kopfsalat, Buschbohnen, wild aufgegangene Kartoffeln, die haben wir beim Umgraben übersehen und die Vorbesitzer eben auch beim Rausmachen im letzten Jahr. Das sind an allen möglichen Stellen in diesem Abschnitt Kartoffeln hochgekommen, aber wir haben sie stehen lassen und sind gespannt, wie die Ernte ausfällt. Der letzte vorangegangene Regen hatte die Bodenblätter recht dreckig gemacht, hat sie aber letztlich nicht gestört. Hier in dem Feld sollten eigentlich Stangenbohnen hochkommen, das ist nichts geworden. Da sind dann auch nochmal Maispflanzen reingekommen. Die Himbeeren noch nicht ganz reif, aber sie haben letztlich gut getragen, obwohl wir sie eigentlich sehr großzügig, etwas zu großzügig sogar zurückgeschnitten hatten. Aber auch dort sind, ja, wir sind zufrieden, sagen wir mal so. Noch mehr Kopfsalat. Das war eindeutig zu viel. So viel haben wir überhaupt nicht essen können. Wir haben einiges verschenkt, mussten zum Schluss aber auch vieles einfach verwirren. Koriander. Ein Versuch, mit dem ich absolut nicht zufrieden bin. Die Pflanzen sind auf halber Höhe gefühlt einfach eingegangen, beziehungsweise dann in der Entwicklung stehen geblieben, vertrocknet, aber das Ganze ohne Samen auszubilden. Noch mehr Kopfsalat und Möhren. Feldsalat, ja, die falsche Zeit, aber egal. Und noch mehr Superschmelzkohlrabis, auch die noch recht klein. Und daneben ein Salbei, der hier in voller Blüte steht und der vielen Hummeln ein wirklich schönes Nahrungsgebiet gegeben hat. Ja, hier sieht man 2 am Arbeiten, es waren noch deutlich mehr dran, die einfach nur ich mit der Kamera nicht so richtig aufgreifen konnte. Na, wo ist sie hin? Hier. Ich finde es immer wieder schön, denen auch mal zuzugucken. Hummeln sind irgendwie, ja, sind irgendwie niedlich. Hier noch mehr Radieschen beim Versuch auszusamen. Bei denen hat es tatsächlich auch im Gegensatz zum Gewächshaus funktioniert. Und daneben das Erdbeerfeld, auch das haben wir noch nicht weiter bearbeitet, nicht weiter ausgedünnt. Das soll Ende des Jahres dann auch, oder jetzt im August auch, versetzt werden die Pflanzen auf eine andere Stelle. Aber die haben gut getragen. Da haben wir einige Kilo Erdbeeren abnehmen können. Waren sehr zufrieden. Sehr leckere Sache. Weiter geht's. Noch die letzte Parzelle auf der Seite. Da standen Zwiebeln. Einmal birnenförmige und eine Sorte, die ich jetzt gar nicht mehr genau zu benennen weiß. Da noch mehr Himbeeren, die wir aber dann weggeschnitten haben, weil sie einfach auch den Zwiebeln Platz weggenommen haben. Und daneben ein großer Weinstock, der ja aussieht, wie er aussieht, weil wir noch nicht zurecht zum Zurückschneiden gekommen sind. Der zweite Teil des Gartens, ein Rosenbogen, der wunderbar geblüht hat. Noch ein Apfelbaum, der auch schön geblüht hat, der aber erstaunlich wenig Früchte gebracht hat. Dasselbe gilt hier für den Kirschbaum, Sauerkirschen, hier noch unreif, aber da schon zu dem Zeitpunkt war zu sehen,
leider im Video jetzt nicht so mitzubekommen, die waren alle angefressen, angestochen. Die sind dann teilweise am Baum verfault. Ja, auch das Beet, ein Blumenbeet, ist noch recht wild. Das soll Kräuterbeet werden. Daneben liegt noch Abfall vom Pool, der an dieser Stelle stand. Den haben wir weggerissen, weil das, ja, der war einfach nicht mehr schön. Da wachsen jetzt Zucchinis. Unter den Töpfen sind kleine Paprikas und noch mehr Superschmelzkohlrabis. Ja, da drüben ein Süßkirschbaum, der Sauerkirsch, den hatten wir schon gesehen. Der hat gut getragen, leider auch die alle, ja, wurmstichig. Aber wir haben sie trotzdem verarbeitet und einen Süßkirschwein angesetzt, der noch vor sich hin blubbert. Ich bin gespannt, ob er wirklich etwas wird. Es war mal ein Versuch. Leider war der ganze Baum übersät mit, ja, am Baum hängen gebliebenen Blüten und Fruchtansätzen, die dann verfault sind. Aber insgesamt trotzdem schöne Kirschen. Der Rest vom alten Kompost, ja, den haben wir bis heute noch nicht so recht weggerissen. Und noch mehr weiße Johannisbeeren daneben. Auch die haben richtig gut getragen. Die Stachelbeeren, der Stachelbeerstrauch, der eine, hat auch gut getragen an sich, aber der hat ein totales Problem gehabt, nämlich auch da die Früchte alle mit, ja, so einem braunen Überzug besät. Das wollte man einfach nicht essen, deswegen sind die alle am Baum geblieben. Bei den schwarzen Johannisbeeren war dieses Jahr nicht viel los. Das konnte man eigentlich unter Ilk verbuchen, was da an Ertrag dran gewesen wäre. Und zu guter Letzt dann noch ein weiterer Strauch weißer Johannisbeeren, die hingen allerdings bis letzte Woche, waren deutlich hinterher. Ja, einfach wahrscheinlich durch den Apfelbaum und die benachbarte Hecke haben sie zu wenig Sonne abgekriegt. Das ist jetzt das große Gewächshaus. Auch da riskieren wir einen Blick hinein. Da drin finden sich Gurken. Na, mach die Tür auf. Genau. Also Gurken. Und noch mehr Kopfsalat, der fast komplett dann weggeflogen ist, weil er ganz schnell angefangen hat zu schießen. So schnell konnten wir ihn gar nicht essen. Ja, und Salatgurken an der Stelle mit ganz vielen Blüten. Leider haben die vor allem Blüten gebracht und verhältnismäßig wenig Gurken sind dran gewachsen. Aber hier sahen sie ja alle noch recht klein und schön aus, aber auch die erste Einlegegurke, die war schon dran und ist kurz darauf auch geerntet worden. Ja, auch das eine Salatgurke. Ja, eine kleine hing dran, die hat es leider nie geschafft, groß zu werden. Denn auch die Pflanze ist eingegangen. Vielleicht, weil hier daneben eine Kiwano stand, die hier noch mickrig aussieht, mittlerweile aber ziemlich viel Platz da hinten in der Ecke beansprucht. Ja, Blätter, Blüten, bis dahin natürlich nur wenige Früchte. Ja, auch da noch eine kleine Gurke hängt auch noch dran. Da unten war da oben eine. Also mit den Einlegegurken sind wir sehr zufrieden. Das ist eine feine Sache. Mittlerweile sind uns auch die Gläser schon fast ausgegangen, wo wir sie dann auch konservieren können drin. Müssen wir mal auch neue besorgen, weil immer noch Gurken dran zu finden sind. Ja, und hin und wieder gibt es auch was blüht. Das ist also der erste Teil dieses Gartenrundgangs, beziehungsweise der Gartengrundgang im Juni. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Tschüss!